DK. Den habe ich nicht so gehört, den habe ich richtig gespürt. Starker Ball von Ibo. Komm, Harris! Komm, Harris! Hallöchen, Hertha-Fans, da sind wir doch. Heute wieder Spieltag. Heute geht's gegen Hansa Rostock um 18:30 bei uns im Olympiastadion. Aber so spät haben wir es noch nicht. Wir haben es erst 10:30. Deswegen seid ihr jetzt einfach mal mit dabei, denn um 11 Uhr gibt es unseren Twitch-Stream und da seid ihr jetzt auch am Start. PK-Raum kennt ihr schon. Da werde ich mich nämlich gleich positionieren. Hier hinten stellen wir dann alles ein. Habe ich euch ja auch schon mal gezeigt. Ist ja auch das ganze Setup hier für die PK. Und dann nutzen wir das ganze Ding aber einfach mal für Twitch. Und ich baue schnell auf und dann seid ihr gleich mit dabei. Na, dann haben wir doch alles eingerichtet. Also hier direkt die Steuerzentrale, da läuft alles. Muss nur noch gleich mein Mikro anmachen hier an dem Ding. Und dann setze ich mich vorne hin und dann geht's rund. Ich muss nur noch kurz auf Toilette. So haben wir das. Und dann ganz wichtig noch, weil ich nicht weiß, ob wir das später hinkriegen. Spiegel-Selfie. Juhu. Hier ist nämlich keiner, hier kann ich mich austoben. Okay, war trotzdem ein bisschen viel. Aber gut, jetzt geht's los. Ist das hier interaktiv, Freunde? Hey, Hallöchen, ihr Lieben, was geht denn ab? Ah, so, und dann sitzen wir hier. Da vorne ist die Kamera, da sitzt ihr gerade. Und hier geht der Chat komplett steil. So sieht's nämlich aus. Hallo, ihr Lieben, was geht denn ab? So. Denn du bist der Blogger unserer Stadt. Ey, Thai, Mensch. Geiler Spruch auch. Vielen, vielen Dank für 8 Monate schon. Absoluter Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Geil. Bin ich noch da? Nee, schade. Nee, Ola hat noch geschrieben, danke an alle Subs. Das hätte ich eigentlich auch noch sagen können. Das ist ein guter Hinweis. Naja, Stream ist geschafft. Jetzt wird kurz Mittagspause gemacht. Und dann geht's ja auch schon rüber zum Stadion. Da zeige ich euch nämlich noch was. Gestärkt sind wir doch auch schon direkt hier am Stadion. Wir gehen jetzt rein. 18:30 wird es ja eigentlich dann erst das Spiel geben. Um 16:30 machen die Tore auf. Wir sind jetzt original um 14:45 schon da. Hat aber auch einen Grund, denn heute zeige ich euch was. Das habe ich vorher selber noch nicht gesehen. Das habt ihr auf jeden Fall noch nicht gesehen. Aber es wurde in den Kommentaren nämlich danach gefragt. Hier ist das Ding eingeblendet. Zeigt doch mal die Stadionzellen. Also habe ich mich gekümmert. Und die gucken wir uns jetzt an. Und wenn ich jetzt hier so auf die Uhr gucke, ganz kurz haben wir noch Zeit. Da werfen wir doch einfach mal schon einen spontan kleinen Blick ins Stadion. Und da haben wir die Schüssel. Wow. Da hinten sehen wir es. Die Netze für die Rostock-Fans. Damit die da keinen Quatsch rüberschmeißen können oder sich selber rüberschmeißen. Wie lange hatten wir bitte schon keinen Flitzer mehr? Boah, wird das krass nachher, wenn wir da unten stehen. Boah, Dicker! Hinter mir jetzt hier der Südeingang. Alles komplett schon zugemacht, damit hier die ganzen Rostocker-Fans dann zu ihrem Block kommen. Und wir marschieren jetzt hier hinten lang, damit wir eben zur Polizeiwache kommen. Wo ich aber noch selbst gerade nicht so richtig weiß, wo ich hier hin muss. Ah, finden wir noch. Ah, guck mal, ich habe mich verlaufen. Ich hätte auch von der anderen Seite hingekonnt. Na gut, da sind wir doch. Ja, perfekt, hey! Und wir marschieren jetzt hier runter zur Polizeiwache. Der gute Jörn führt mich jetzt hier so ein bisschen rum. Hallöchen. Hallo, grüß auch ich. Und dich vor allem. Ja, okay. Und jetzt gucken wir uns das Ganze hier unten einfach mal an. Ich bin selbst schon ein bisschen aufgeregt, weil hier original war ich halt noch nie. Dann bist du heute das erste Mal hier. Das ist Weltklasse. Auf der Polizeiwache im Olympiastadion. Wie du siehst, wer hier runterkommt, muss sich zuallererst mal anmelden bei uns. Mhm. Hier stehen dann im Einsatzfall dann auch die Kollegen. Und gucken, was ist hier überhaupt passiert. In der Regel kommt hier jemand runter. Der Scheiße gebaut hat. Das sagst du so. Okay. Aber hier kommen auch Menschen, die sagen, sie haben irgendwas verloren. Das ist immer so für alle, die im Stadion sind und polizeiliche Hilfe brauchen, der erste Anlaufpunkt. Okay, ja, wunderbar. Jörg ist lang erfahrener Polizist und zuständig hier heute auch für die Wache im Olympiastadion. Jörg, kannst du uns erzählen, was hier so passiert heute und was uns hier erwartet? Ja, wir haben super, super Fantrennung heute. Ich hoffe, dass nicht so viel passiert. Ja, aber wenn was passiert, dann werden die hier runtergebracht. Und können wir uns das auch mal angucken? Wo die Zellen sind? Ja. Na klar, sicher. Das ist dann der Bereich, den siehst du jetzt exklusiv sozusagen. Oh, da bin ich auch tatsächlich schon Bereich, ich sehr gespannt. Gar nicht so gerne sehen. Nee, das stimmt. Ja, das sind dann unsere Zellen. Davon haben wir 5 Stück, 5 Einzelzellen. Dann haben wir im hinteren Bereich noch 2 Sammelzellen. Eine Einzelzelle sieht eigentlich halt so aus. Sehr spartanisch eigentlich. Das ist wirklich sehr spartanisch. Ja.
muss ja auch kein Snorkel hier drin machen. Aber so sieht das dann hier aus. Genau. Oh, aber eine Matratze kommt da nicht drauf. Ne? Okay, lass die Tür auf, du kommst auch wieder raus. Okay, das ist nett. Danke. Sieht eine Sammelzelle aus, da passen bis zu 12 Personen rein. So sieht das dann hier drin aus, Freunde. Wie beim Amt. Als würde man im Wartezimmer warten. Ja, okay. Das ist ein sehr unbequemes Wartezimmer. Und das ist ein Wartezimmer, wo wir empfehlen, wo nicht gerne gemacht. Nee, das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Insofern, das Spiel spielt ja eigentlich hier oben. Ja. Wenn ein ruhiger Zeitgenosser ist, dann kriegt er hier vorne einen Platz auf der Bank. Ah, okay. Ja, und dann kann ich gerne nochmal zeigen. Der Bank ist, da ist ein Bildschirm und da läuft sogar das Spiel. Oh, ach Quatsch. Aha. Hier haben wir einen sogenannten Deeskalationsmonitor und da wird das Spiel in HD-Qualität, weil gerade im Stadion läuft, übertragen. Und wenn der sich hier hinsetzt, guckt er sich das Spiel an und wir können in Ruhe arbeiten. Funktioniert. Ah, das ist natürlich super. Sehr gut. Na, an der rechten Seite hängt noch ein Kotzbecken. Oh ja, okay. Ja, weil es gibt ja doch immer wieder den einen oder anderen, der dann doch zu viel getrunken hat und dann kann er sich da übergeben, wenn es sein muss. Na komm, wenn wir schon mal hier sind, dann gucke ich mir das auch nochmal an. Und wenn man jetzt hier ein bisschen einen über den Durst getrunken hat. Boah, alleine da jetzt so reinzugucken, das holt schon ein bisschen was raus. Ne? Also das heißt, oh, hier wird das Foto gemacht. Hier werden die Fotos gemacht, hier wird derjenige gemessen. Ja, und hier werden die Fingerabdrücke sozusagen eingelesen. Ne? Praktisch, das nennt sich Live-Scan, diese Geräte. Und somit können wir digital die Fingerabdrücke und die Handflächenabdrücke hier einlesen. Normalerweise hat man das früher so gemacht, das ist hier eine Rückfallebene, falls dieses Gerät ausfällt, dass wir das dann noch mit Farbe machen können. Ach krass, okay. Ja? Analog, digital. Ja. Genau, analog, digital. Also, wart ihr hier gut besucht, wenn man das so sagen kann? Ist teilweise so, ja. Also ich hatte mal ein Spiel, ich mache das jetzt seit 20 Jahren hier, ne? Und das Highlight, was ich mal hatte, war Hertha gegen Frankfurt und da hatten wir hier 70 Festnahmen. Und teilweise sind die, also das Höchste, was ich mal hatte, waren, wir haben ja eine Entscheidungshilfe, das ist unser Alkomat. Und da war der höchste Wert, ich mal hatte, 3,75. Alter Schwede. Das ist weit über den Vollrausch. Weiter. Also Freunde, wie gesagt, ihr habt das jetzt hier auch mal gesehen. Aber ihr müsst euch jetzt nicht alle Mühe geben, dass ihr auch hier landet, ja? Ihr habt das jetzt hier mal gesehen, ihr müsst euch das nicht live angucken. Das ist mein Tipp. Wäre schön. Ich danke euch auf jeden Fall. Sehr gerne. Cool. Dann würde ich sagen, zeigen wir dir den Weg wieder nach draußen. Ja. Im Einzelfall ist es ja so, dass die Leute wieder rausgeführt werden und wir beide gehen freiwillig. Oh, das ist nett. Ja, dann wünsche ich schöne 3 Punkte heute. Ja, oh, danke schön. Jetzt ist ein bisschen Zeit umgegangen. Absolut interessant mit der Stadionzelle, also muss ich wirklich mal sagen, noch nie vorher gesehen. Aber jetzt sind wir hier direkt beim Osttor und wir haben es jetzt auch gleich 16:30 und guckt euch mal an, was hier schon los ist. Vor den Toren sind schon die ganzen Hertha-Fans, die haben richtig Bock, die wollen hier rein. Aber das wird hier auf jeden Fall eine krasse Stimmung heute. Guckt euch bitte an, wie viele Ordner hier auch am Start sind. Und jetzt geht's hier auch los, Einlass, Einlass. Die Tore gehen auf und dann geht's los, Freunde. Stadion füllt sich. Harlichen. Sascha, na? Hi. Harlichen. Na, was geht nach, Freunde? Taschen. Jule und ich rennen hier heute auch durch die Gegend und haben heute eine coole Verlosung noch am Start. Da kann ich jetzt als Vlog nicht mit dabei sein. Ey, Harlichen. Geil. Da kann ich leider nicht als Vlog mit dabei sein, denn wir filmen mit der Kamera. Ah, das aber. Da kann ich nicht mit der Kamera mit dabei sein, weil wir filmen mit dem Ding. Aber ihr werdet das Ganze dann bei Social Media einfach sehen. Und dann filmen wir danach hier den Vlog weiter. Was geht denn? Na ihr? Habt ihr Bock, hier coole Sachen zu verlosen? Hey, so krass, ja? Okay, cool. Einfach ignoriert. Wirklich, einfach, ne? Ignoriert. Das war ja ignoriert. Richtig traurig. Was war denn das? Guck mal. Okay, na gut, wir machen das schon. Los geht's. Unglaublich. Jule und ich gerade ganz wild die ganzen Gewinne hier verteilt. War schwierig, war nicht einfach, aber die Leute haben es geschafft. Haben coole Sachen gewonnen. Und das Ganze werdet ihr dann natürlich schön entspannt bei Social Media sehen, bei TikTok oder bei Insta oder so, wenn wir alles noch fertig machen. Aber jetzt geht's dann langsam ums Spiel, Freunde. Jetzt hier nochmal richtig anfeuern. Einmal für den Vlog hier. Ja, so ist richtig. Viel Spaß euch. Weltklasse.
Wie läuft's? Aufregend, ne? Ja, das zeigt ihr. Was bei euch? War gut. Guck mal, Jakob hier auch wild am Film. Für die Doku. Für die Doku. Sascha. Hey. Martino auch direkt am Start hier. Oh, warte. Was geht? Na, was tippst du heute? Diesmal kenne ich deine Anzahl der Finger. 3-0 war es diesmal. Jetzt habe ich es gesehen. Sehr gut. Wird sich schon gefreut. Geil. Na, was geht ab? Hallöchen, ihr Lieben. Na, was ist heute eure Aufgabe? Der Mittelkreis, den legt ihr heute hin? Ah, habt schon abgeholt. Sehr gut. So muss es sein. Habt ihr euch alle schon geeinigt, was ihr tippt? Ja, 3-1. 3-1? 3-3? 3-0, okay. Was haben wir noch? Was? 4-3? Boah, so ein spannendes Ding. Ja, das ist das Wichtigste. Das stimmt. Ja, aber cool, Mensch. Guckt ihr denn auch immer die Vlogs? Immer. Ja, wirklich? Oh. Ja, sehr gut, das freut mich sehr. Ey, dann ganz viel Spaß. Und ein kräftiges Hauhe. Ja, sehr gut. Freunde, haben wir eigentlich schon Ole heute gesehen? Ich weiß es gar nicht. Mit seiner geilen neuen Cappy, die er hier aufhat. Wup, wup. Wie nice ist die bitte? Neue Cap. Ehre. Deswegen bin ich heute auch confident. Sehr gut. You cap, you mean. Okay. Oh, hey. Alter Schwede, guckt euch bitte diese Invasion an. Habt ihr das gesehen hier? Guckt euch an, wie viele Fliegen hier sind. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja krass. Heftig, ey. Wie viele das einfach sind. Und kommt schon, Freunde, und kommt schon. Ohne Maschine. Variante. Was sind das für Böller? Wenn wir jetzt in der ersten Halbzeit auf das Tor spielen, hätte ich mir einen Regenschirm mitnehmen müssen. Und dann nichts in den Nacken kriege. Unglaublich. Ja, das ist echt klasse. Es gehen alle bei uns wieder komplett ab. Aber guckt euch das an. Was ist das? Es ist einfach das Barcelona-Spiel. Man sieht original gar nichts. Ich stehe am Spielfeldrand. Ich sehe keinen Spieler. Gut, die sind vielleicht auch reingegangen, aber ich würde auch trotzdem keinen sehen. Und das hier ist eigentlich unsere normale Position und das hier ist gerade unsere Sicht. Tempo, Tempo, Tempo. Komm, Mathe, komm, Mathe. Geil. Komm schon. Oh, schade. Gute Möglichkeit. Nochmal, Drehung. Guter Ball. Ja! Baldo Junge, ja! Da sind wir doch! Oh, hier, Vorsicht! Oh, Mathe, ruhig bleiben! Geil, Jungs! Nice, 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 nice! Dann sind wir hier eigentlich vom Glück geküsst. Wie nah sind wir dran? Ist ja Weltklasse! Wie nah sind wir dran? Sie kommen einfach genau zu uns! Das ist wichtig, Freunde, ist das wichtig. Geil. Oh, schade. Ja, schade. Komm, aber wir sind da. Boah, Dicker. Den habe ich nicht so gehört, den habe ich richtig gespürt. Wow. Oh, weg. Oh, gut, hat er.
immer so. Bring ihn jetzt. Oh, schade. Oh, schöner Ruf. Hand! Ja! Nach Johnsos Rakete mit dem Arm. Ja, Digga. Könnt euch auch schon wieder auf die Fotos von JP freuen. Geil. Wichtig, wichtig, wichtig. Mann, die Scheiß Böller. Wir müssen unbedingt weitermachen. Weil wenn ich eine Sache von Pal oder in FIFA gelernt habe, dann das 2-0 das gefährlichste Ergebnis ist. Weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier. Wichtig. Jetzt wird sich fleißig warm gemacht hier weiter draußen. Das ist mit Ruhe jetzt. Die kommen doch nicht. Unglaublich. Wir sind ja beim Scheißen beobachten. Ist doch erstmal was. So schnell, das ist ja Wahnsinn. Ja. Gut, Micky. Gut. Oh, schade. Richtig guter Lauf von Micky gerade. Gut, raus damit. Ja! Komm, 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 komm! Ja! Wow! Ja! Ja, Mann! Geil! Yes! Oh, war das gut gespielt, Mann! Ja! Wichtig, wichtig. Geil, Junge. Yes. War das ein geiler Konter, Freunde. Geiler Ball von Bucher. Wow. Kommt für Mathe, der kommt mit Tempo. Oh, schade. Der Ball von Bucher war Weltklasse hier raus. Okay. Ein für die Kamera. Geiler Ball von Ibo. Fabi hat Zeit. Bringt. Oh. Rutscht weg. Schade. Mann. Ah. Das ist Wahnsinn auch, was Kempfi für ein geiles Spiel heute macht. Starker Ball von Ibo. Komm, Harris. Komm, Harris. Ja, Digga. Ja, Mann. Ja. Wow. Schäde, ist das geil! Ist das geil gespielt! Wahnsinn! Oh, freut mich, dass das Harris jetzt auch nochmal. Na, ja, was hast du jetzt zaubert? Ah, oh, episch! Episch! Oh, Wahnsinn! Wie lange hatten wir bitte schon keinen Flitzer mehr? Boah, ist der leichtfüßig.
Wahnsinn. Den letzten hat er nochmal gut aussteigen lassen. Und an der Stelle wisst ihr, wo der hinkommt. Da haben wir uns schon angeguckt. Und so schließt sich der Kreis. Kein Abseits. Gut. Oh Gott, oh nein! Es ist Feierabend. Richtig. Yes. Stark, Digga. Geiles Spiel. Oh Gott. Stark. Ja! Stark. Anna. Yeah. Geil. Oh nein, jetzt sitzt sich der nächste hängen. Oh ja. Ja, Ivo. Geil, Digga. Kommentiert gerne was Feines und teilt das Video, damit alle möglichen Hertha-Fans es sehen. Ist der Weltklasse. Wir sehen uns beim nächsten Stadionblock. Haut rein, ihr Lieben. Hau, hey. Euer Dennis. Macht's gut. Ciao, ciao. Es hört ja gar nicht mehr auf hier mit den Tore schießen.